So. Und damit hallo und herzlich willkommen zu uns. Und noch so ein geiles Pack, das ich gestern gefragt habe. Habt ihr jetzt endlich hier gefunden, wie man in das Loch reinkommt? Ich spiele weiter mit Zelda. Ja, und jetzt hast du schon mal, ja, boah, geil, Mann. Normal. Chef muss das wieder mit Ice Road. Chill Magic Blaster, Mann. What's your magic thing? Chill Magic. Okay, okay, es ist, glaube ich, einiges vereinfacht worden. Schade eigentlich, aber na komm, ne? Tja. Wir wollen ja noch das Ocarina of Time spielen, das Zelda. Diese Parts. Von daher, mach mal Himmel, Mann. Dauert ja noch doppelt so lange. Genau. Das ist derzeitig das immer noch das beste Spiel in der Liste. Naja, Link to the Ocarina of Time. Von allen Spielen. Das ist auf Platz 1. Also, solltest du es mal spielen, Steffen? Weil erst einmal musst du mir davon mal ausdenken. Ach so, ja, gerne. Gerne. Ja. Kann ich mal nächstes Mal mitbringen. Ja, natürlich. Lohnt sich ohne Ende. Zumal die Grafik auch mal ordentlich aufgewertet ist, weil ich keinen Bock das ohne Ende nochmal. Aber sind gerade erst. Ich dachte, du hättest den auch. Oh, boah, scheiße. Ich möchte jetzt gerade erst Teile einfach mal alle holen und die alten lassen. Naja, okay, du spielst auf jeden Fall, das was ich machen. Ja. Ja, das war der Kotzi. Also, Steffen wird sich über Wasser drücken, auf jeden Fall. Alter, das ist Game. Ich weiß gar nicht, bei dem, ich glaube, die Rätsel sind hier auch ein bisschen anders, die beiden Teile, bei dem neuen. Du hast auch andere Paläste. Von ja, da war die, das war halt dieses mit dem an der Wand links noch ganz genau, viel. Genau, hier ist das mal nochmal, es ist einfach wohnhafter, aber auch extrem pissig. Ja, das ist sehr gut. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, aber fand ich dann, als ich es jetzt doch gespielt habe, fand ich es dann schon wieder in Ordnung, weil das nochmal was Neues war. Umgesetzt ist halt echt ein bisschen für die, die es noch nicht gespielt haben, okay, dann haben sie nochmal das in geiler Grafik, aber da ist keine Weiche erstmal so, und was soll denn der Scheiß mit nichts großartig neuen oder so. Ich war auch erstmal von den ganzen Wendekram, ich fand das erstmal alles nicht so geil, aber klar, wenn man erstmal anfängt. Oh, der steht dann irgendwo durch. Guck, die Schüsse. Ich merk schon. Ja. Oh, da sind sie. Nur Büsch und. Oh, ich hab. Das kenn ich, ne? So, die Zora-Huren, die Feuer aufgeschossen. Das war dann ja hier vor. Was ist denn da vor? Das wüsste ich selber gerade, genau. Wieso? Ja, das ist ein Schuss, ne? Sehr weiter oben. Nein? Ja. Ich denke, das sind witzig, sie können seine Schilder fressen. Das ist mal passiert, aber leider hat er es wieder zurückbekommen. Das hätte er kein Schild. Das ist echt witzig. Oh, er hat ja Rubin jetzt weg. Ey, das war der andere. Achso. Ah ja, schade, ich dachte, das geht vielleicht. Oh, das sind Steine hier. Oh, ich hab da die Ruhigen bauen. Oh. Das ist sehr schön. Oh, der ist auf die Schnauze gefallen. Ja. Früher konnte ich das nicht erkennen auf den Dings. Da sah das für uns immer unerkenntlich aus, wie er da liegt. Wie so ein Flatsch, keine Ahnung. Bis wir mal irgendwann gesehen haben, und mein, der liegt da ja einfach nur und sein Gesicht ist so im Boden gibt. Das hat mich voll gefallen. Ich wollte es ausprobieren. Ne? Steffen läuft gerne gegen Wände. Oh. Dann ist es dadurch entstanden, dass er gegen Wände gelaufen ist. Hey. Vielleicht hast du da auch schon dein eigenes Haus? Oh, naja, es wurde von dem Bob mal irgendwie übernommen. Er ist jetzt voll homeless people, ne? Das ist voll der Penner. Hier und hier. So, erstmal hier. Das hat mich früher voll aufgeregt, wenn ich einfach mal groß oder Oh mein Gott. Ich hab voll lange rumgeritzt, hinter dem Haus war ja, ist halt die eine kleine Ecke da, ne? Ja. Mit der Flasche noch, glaube ich sogar. Ja, voll groß ist das. Das hat mich richtig, wie ich da. Aber man hat die Fähigkeit da reinkommt. Ich hab mich voll die ganze Zeit, wie komme ich denn jetzt da überhaupt hin? Da hat mich so aufgeregt, bis ich dann irgendwann da hingekommen bin. Ja, aber das war, ich konnte nochmal die ganze Welt nochmal groß erforschen, weil überall mit diesen Welten konnte man nochmal so viel machen, das fand ich echt lustig, ja. Ha, du hattest ja eigentlich schon gesagt, ja.
Ja, und da ist ein komischer Kreis gewesen. Und jetzt vom Blob, komm. Oh, schade. Ne, vom Jedi-Teilchen. Guter Junge. Erstmal weg hier. Weil ich runtergefallen bin, Mama. Und gleich vom Lava. Okay, ja. Lava. Ich dachte mir, scheiße. Ja, da dachte ich mir, scheiße. Ich spawn ich halt. Nee, der schön. Hause. Na? Ja, drei Herzen hier durch. Ja, ne? Oh. Alter, mein Arsch ist voll nass geschwitzt, Mann. Wieso ist das so wenig? Keine Ahnung, du wurdest halt von so einem Jedi-Teilchen verwirrt und dann hat sich da so ein Typ mit roter Rüstung gekriegt. Macht Sinn. Da wurde ich ja von dir entfernt. Nee, da ruft dann nochmal raus. Ah, okay. In den Stein wird er ist weg. Finde ich immer noch frech. Wo könnte der Stein jetzt hin sein? Der ist bestimmt wieder darauf gefallen, deswegen ist das Ding wieder zu. Das ist nur ein Portal für Lebewesen. Achso, aber dann dürft ihr auch keine Kleidung mehr tragen, wie bei Schirmbeutel. Ja, erklär das, Colin. Du machst es ja mal Steine als Kleidung trägt, Colin. Okay. Was weiß ich, wo ihr einen Stein kleidet, wie auch das Portal, weißt du das? Okay. Ja, okay. Ja. Der kriegt dann irgendwie. Und der Fisch hier. Ja, die Fischer meinen, Alter, die waren geil, du. Kann man den überhaupt tragen? Tja, es ist halt der Schüchter, es ist schon ein Stämmchen. Okay, auch meine Lichtwürde und Vogel. Ja, meine, der ist der beste Mann. Ah, nicht weg. Ja, ich muss ja auch mit dem Hebel. Hm? Ah, und das heißt, du musst wieder raus und dann ist er der Fisch. Ja, und dann werde ich ihn fett ignorieren. Nein, aber wir sehen ihn. Da ist ein Freund. Ah, du hast ja jetzt Zauberpulver. Boah, okay. Okay. Bin ich gespannt. Erstmal selektiert. Ja. Das wird eh jetzt mal witzig. Bei dem Kleinen. Hier so nope. Boah, geil. Das, oh, da bin ich auch ziemlich abgegangen, als ich das gemacht habe. Ja, das ist viel wie Zauber wurde. Ja. Vom Freund wurde es zum Mini, also zum Quickie. Und so schon mal ein Schwein. Und der Fisch, ja, der Fisch. Oh, da war der Fisch, mein Gott, wie konntest du schon mal probieren? Du musst doch den Fisch aufsammeln. Nee, jetzt nicht mehr so. Tempo und ihn direkt zwei. Tief reinschieben. Ja. Oh ja, glitschig, da geht's wieder rein, Mann. Ja, das ist schön. Doch, das Schild. Vielleicht will ich das lesen. Oh, naja, das sind die guten Fuck-Fuck-Slang. Das ist echt die Leute. Der Wassergeist. Einfach nur Wasserfleck, der aggressiv ist. Wow, voll frech. Das war voll frech. Ja, das ist doch alles hier so Wassermann. Das ist Wassermann. Oh, okay. Ja. Jetzt hier keine Hände mehr schon. Das ist hier die Wasserspiegel. Ja, na, die sind jetzt seine neuen Freunde. Ja, die Hände feuchte Freunde. Ja, klar, Arsch. Die Hände halt, ne? Die Hände. Am Arsch. Bene, weg da. Ach so, okay. Oh Mann. Cool. Du bist scheiße, Bene. Ja, das war gut. Ich werde mir helfen. Seid ihr das hier im Tod? Okay. Die sind einfach zu heftig. Ja. Ich muss näher rangehen. Guck mich mal, dass er mal entknallt. Ja, das ist ein Kran. Das ist ein Wasserpfeil. Oh, okay. Das sind die Wasserflecken. Die werden nicht mehr. Oh, natürlich genau wieder reingelaufen. Ja. Zieh die Dinger ja auch magisch an. Ja. Oha, oha. Moppel. Moppel, Moppel. Ach ja, entspannt. Moppel, Moppel. Ja, okay, kannst ja ich auch. Ja. Ja, doch, müsste eigentlich, ne? Ich hoffe mal. Ich weiß es echt nicht. Oh, scheiße, ey. Beim letzten Mal haben wir auch das ein bisschen die Rätsel, danach bin ich enttäuscht. Ja, ich setze auf jeden Fall auf sie. Ja.
Pia muss sie auch kennenlernen. Ja, also sie kommen auf jeden Fall nochmal vor, definitiv. Menschen. Du wirst sie, naja, die Nias. Welche Gegner waren, ne? Naja, Gegner, schwer zu sagen. Das waren einfach nur so ein paar. Ja, hat sie killen. Ja, aber sie trollen einfach nur rum und nerven einen. Bin mal gespannt. Oh ja. Ja, da sind sie. Ja, yeah, da waren sie ja. Ja, yeah, hallo, hast du uns schon vermisst? Nein. Oh. Oh, jetzt gleich nochmal. Und dann geht ihr da und ja, ne? Das ist ja. Oh ja, das sind sie. Diese Trampolin. Und wo wusste. Nee, nee, nicht Trampolin. Ja, quasi da wurden zu Trampolin-Dingern, jetzt sind es einfach nur Dinger, die du platthauen kannst. Achso. Und naja, vor ja, wusste ehrlich, dass er sie platthauen kann mit dem Hammer und hat alles mögliche an den ausprobiert. Und sie immer, ja, du kannst. Da hatte ich noch nie mal den Hammer. Das kommt noch dazu. Ja, und wieder. Kein Hammer, ja. In der Auflage ist das Trampolin. Ja, schubst nicht den Löwen. Das stimmt, da wollen sie zum Trampolin, ne? Ja. Und sie haben sie einen neuen Job bekommen. Ey, das ist die Penis-Variante im Kleinen. Ja, irgendwie schon. Der kleine Penis. What? Yeah, Wasser. Und ich musste uns die ganze Zeit angucken. Yeah. Wir gehen auch immer übertrieben Sachen. Verarschen mich immer mehr ein, ne? Ja, erstmal vom Kuba geht's ja. Ja, das musst du sie nochmal so lange angucken, weil ich ein bisschen genau. Scheiße. Ich hätte ihn zwirbeln die ganze Zeit. Sind wir wieder zu fett, Mann. Oh, ja. Das könnte das als Dick-Tri-Trio ansehen. Die Stressis. Oh ja. Das sind die Stressis. Das ist ja auch kein Dick-Tri-Trio. Oh, kein Gouda Käse. Alter. Nee, irgendwie nicht. Ja, ist ja recht. Und dann hier wird gleich Scheiße ausgesprochen. Da ich schwimmen kann. Okay. Surfen der Scheiße. Scheiße schon. Ah, ja, leider. Das ist die große Truhe, da kann ich nicht ran. Bene, kannst du bitte dann umfallen? Nee, ich hab grad, sonst ich töte ich dich. Im Moment, wo das. Das kann er nicht fressen, ne? Ja. Boah. Oh Gott. Die Frage ist, was stresst mehr? Das Geräusch oder wie das Geräusch dann auch nachmacht? Oha, jetzt geht's los. Also Steffen, was stresst mehr? Ich hoffe, hier wäre ein Geräusch, das Geräusch oder wie ach, du Scheiße. Geräusch. Alter, Colin, du willst echt einfach nur die Welt brennen sehen, ne? So einer ist er. Richtiges Arsch. Ja, so wie hier. Ja. Sieht aus wie ein Penis. Und wie zwei Eier und das ist ein Penis. Oh, ein versteinerter Urpenis. Okay, dann ist das wahrscheinlich von da. Das ist der rote Planet. Überraschung. Bist du. Oh Mann, ja, er ist auch. Dein Life ist auch zerstört gerade. Ja, versteinerter Penis. Nein. Aber hier rechnet sich nicht. Ja, sollte schon gegen einen Steinweg machen. Ihn reiten und zärtlich betatschen, bis er reicht wird. Das jetzt nicht unbedingt, aber ein Glück. Wobei, da haben wir doch auch schon abgestanden. Oha. Ich meine, da waren Leute in der Rüstung. Alter Colin, du musst es ja wissen, ne? Naja, wer hat hier nochmal was verpasst? Du. Das, richtig. Weil Gott das gesagt hat. Ja, genau. Und du bist Gott bei Pen and Paper. Du bist geil, nicht so geil. Nee, du sagtest, ich bin so geil. Ich bin sowas geil, ja. Aber in einem anderen Kontext, du hast das dann in dem Kontext gesetzt und dann waren wir auch schon da. Dann war es geil. Ist das so gut und die Steine gehen nicht weg. Irgendwie nicht. Ja, besser als die Steine. Jetzt hier, wo willst du wieder hin? Du hast doch nicht alles ausprobiert. Du! Okay. Und dann hab ich die halt. Da kann ich auch wieder zurückgehen. Und dann nehme ich wieder. Hui! Boah, voll geil. Ja, das ist doch was. Wer denkt sich so einen Mechanismus aus? Ja, jemand, der halt sich alle Leute für komplett gescheuert. Das frage ich mich auch, aber wenn ich irgendwelche Spiele mit Dungeons habe, dann bin ich so ein kein Mensch baut so einen Umstand. Niemand braucht so Umstände. Ja, das ist halt geil, Mann, ey. Nein, das ist nicht. So, doch, kommt keine Sau, das ist cool. Obwohl ich ja, ich hab sofort ein bisschen rausgekommen. Ich krieg verschiedene Steine. Du willst ja raus, also wenn du den Stein so verstehst, kommst du auf jeden Fall raus. Das ist auf jeden Fall die schlauste Methode, also. Und das ist der stressige Teil da gerade. Genau, der, sein Life ist zerstört. Und wie, warum auch immer der da rüber gehen kann? Der ist das Skelett. Ja,
Ja, irgendwie ja. Und da ist noch so ein guter Planet. Wir werden wieder an unsere Freunde fahren. Ich bin frei, danke, danke. Kann ich vielleicht. Kannst du sein Leben zerstören? Immer noch. Das geht immer noch. Und dann? Nee, da ist so ein glänzendes Skelett. Ja. Aber kennst du doch. Oh, ich glaube nicht so. Nee, ich wollte es gucken, Bene. Okay, weil du meintest, ich kann immer noch so eine Welt. Möchtest du so ein Live zerstören? Ja, du kannst ja einfach den Teil nochmal aktivieren. Boah, ja. Das ist so ein Tick, 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 doch. Okay, das ist nur so. Jetzt hat er aufgehört, jetzt ist er da so. Die Tür versucht. Leben zerstört. Kein Leben zerstört. Leicht zerstört. Du musst das Leben von Leuten zerstören. Das ist halt neue Challenge. Komm, das Ding als Leute bezeichnen. Nervig. Weiß ich nicht, aber vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Boah, voll genial, ne? Stimmt, das ist absolut genial. Danke. Endlich hast du es erkannt. Ja, ich bin so schlau, dass ich sowas erkennen kann. Ja, aber so steil hier schon drauf. Von dann kannst du dich mit Penissen aus. Das ist ja das. Steffen jetzt mit den Sachen laufen. Ja. So. Boah, voll regionale Kette. Ja, scheiße. Ey, du weißt, wie viel das ist. Ja, also, die sind überall noch in den Palast. Okay, das ist der Penispalast. Oh mein Gott. Da gibt's der feuchte Penispalast. Oha, oha. Ich glaube, ich hab's schon verkackt. Der Penis ein bisschen deformiert. Ja, das ist jetzt Penis verzeiht. Geil. Das ist hier das Block. Oh Mann, wollte ich gerade sagen. Das ist der L-Block, ja. Hier geht's der Block. Oh, ist verkackt. Das ist ja umgedreht hier im Block. Aha. Ach, der aber weiß doch gar nichts. Was? Nee, ich hab das nicht verkackt. Steffen, das war ja dein... Unter alles wieder in bester Ordnung. Ja, du hast ein bisschen Penis. Ist doch voll einfach. Naja, ein bisschen. Magie. Magie ist toll. Magie geht immer. So viel ist auch ein bisschen heftig, weil er hier so viel Spaß ist. Ja, vor allem schon, das muss ich immer. Oh, dann kannst du gleich einen Schlag bei Flo und alle zu machen. Ich weiß nicht so, ich meine hier noch super schmeckt nicht in Magie. Aber Magie kann ich nicht. Ich hab das als Kind immer gemacht und meistens immer gesagt, sollst du ja nicht so viel rein. Ah, okay, das ist schön. Also hab ich dann so, ich hatte zwar mit Pugel trotzdem so. Ja, hab ich dran gewöhnt, das war so. Das ist halt noch trotzdem. Wenn die Eltern sagen, nee, dann musst du so machen, dann nee, extra. Du darfst ein bisschen noch aufbleiben, heimlich noch so abends Gameboy spielen, so bis 11 Uhr. Standard, das war ich Standard. Oh yeah. Vor allem damals so mit Gameboy Color und der Taschenlampe und der Bettlampe. Ich hatte mal da so eine Dingslampe, die ich oben anmachen konnte. Das nee, ich musste ja immer meine Zimmertür auf, das hätte mein Dad das ja gesehen. Ah. Und dann hab ich immer mit meinem Zimmertür unter der Bettdecke und das ist voll heftig. Und mein Dad hat immer nur geguckt, dann sind wir komisch, die Bettdecke ist ziemlich ausgebeugt, der war so drunter. Das ist ziemlich ausgebeugt, was? Oh, er ist endlich erwachsen geworden. Ja, nee, er lacht dann auch nur so, das merkt man auch gar nicht, dass er einfach so drunter sitzt mit der Lampe. Ja, das ist nicht so gut. Der Fahrer ist doch richtig gut gedacht gewesen. Ja, das ist doch perfekt. Also. Es ist auch total unauffällig, wenn du da wirklich so mit der Lampe... Daran merkt man auch nicht, dass da einer sitzt. Man sieht auch nicht so leuchten und hell. Nee, ja, nee, das sowieso nicht. Sowieso nicht. Das kann gar nicht sein. Das also, hier ist nicht. Mein, der Plan war echt perfekt. Das ist unbeschaubar gewesen. Pläne von Kindern sind eh immer die besten von allen. Wenn man... Ich weiß nicht, Steffens Pläne finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ja, auch Potenzial. Steffen ist auch noch ein Kind. Dieses Geräusch von diesem Einstand, das hört man so selten als Kind. Haben wir ja vorher schon. Naja, genau. Ich meine gerade vorher mit dem Wasser und so. Ja. Ja, mach mal die Nummer rein, Steffen. Nee, irgendwie nicht. So, mal kurz gucken. Da lang muss ich noch. Was fehlte mir denn da noch? Halleluja! Muss ich gerade mal kurz überlegen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das vergessen habe. Zumindest gibt's hier keine Handschläge. Das ist echt voll.
Level vorher gemacht hast. Sechster? Ja. Das ist gleich ein Unterschied zu den Sechsten wird er richtig toll finden. Ich fand es nur so. Naja, bringt dir glaube ich nicht viel, wenn ich dir das sage, das sind wirklich alle Tempel anders. Also okay. Die haben sie wirklich komplett anders gemacht. Das war dann nochmal was komplett Neues, das hat sie gemacht. Ja, das merkt man, die Ulanooks an der Wand längst laufen mussten. Ja, ständig irgendwie, egal wo du weiterkommen musst, muss an der Wand laufen sein. Genau, das ist ja echt jetzt. Das ist der Hochschwung, sie ist neu auf alles ändern. Ja, die Kacke hat mich gekillt. Die Story ist halt ziemlich ja, gleich. Ja, und die Welt. Die Welt ist auch die gleiche. Die Story haben sie auch schon sehr umgeändert. Da haben sie ja dieses Ganze mit dieser anderen Tuse noch eingefügt in der anderen Welt dann noch diese ganze. Ja, aber die Karte ist halt auch gleich. Ja, die Karte ist so gut wie gleich. Es gibt Änderungen bei dem neuen Teil. Aber die Karte ist richtig super. Das ist ja eigentlich für Leute, die den alten Teil dann auch neu mal gemacht haben. Ich hätte schon gehofft, sie das. Aber das gibt viele, also es ist schon sehr viel bei der Karte. Also einige Teile so in der Lichtwelt oder Anfang, das finde ich auf jeden Fall gleich, aber es gibt auch. Im Gebirge ändert sich auch einiges, da ist einiges anders wie bei dem Gebirge, was man so viel einfach kann. Würde ich auch in Ordnung so. Was? Natürlich. Also, für mich ist das so wie atmen, weißt du? Das ist für mich so geil, ne? Nichts los. Ja. Atmen findest du ja auch geil. Ja, du, ne? Ja. Atmest du etwa nicht gerne, Colin? Ich weiß jetzt nicht so, aber geil. Dann hör doch auf zu halten. Ach, da ist nix. Ich bin gerade orientierungslos. Also komplett aufhören zu atmen ist auch irgendwie schwer, aber man macht das automatisch dann wieder. Ja. In einem Buch, was ich mal gelesen habe, da hat sich einer. Hat sich einer umgebracht und den einfach aufgehört hat zu atmen. Er hat sich einfach tot gemacht. Geht aber eigentlich gar nicht, weil du bist ohnmächtig, du bist irgendwann ohnmächtig und atmest dann automatisch weiter. Genau. Deswegen, weil normalerweise sollte man sich dann nicht. Ja, aber er hat einfach so gemacht. Er hat einfach gehört zu leben. Ja, das ist dann ertrinken. Das ist nicht auch mit Sorgen, das ist ertrinken. Er war, glaube ich, nicht so ein richtiger Mensch, glaube ich. Er war kein Mensch. Das war ein Kritiker, das müsste ich immer auch ausleihen. Das ist gut, das nochmal. Der Typ, der kein Mensch war. Ja, ja. Das ist vor. Und sich durchs nicht haben. Das Buch ist einfach nur so geil, weil die ganze Schreibweise von mir so. Der Titel von mir ist nicht atmen. Genau. Ja, muss ich nur atmen. Das ist echt gut geschrieben. Der Atembuchschreiber atmen ist richtig. Das ist der Atem-Survival-Guide. Nee, ich mach ein Buch über die hier. Ja. Und über die ganzen anderen. Ich mach ein komplettes Buch über diese Paar Steffens Fistung. Ich werd's nicht lesen. Und diese ganzen Freunde dazu. Du musst es ja auch nicht lesen. Erstmal drei Verkäufer haben. Oh, wobei er zwei. Ja. Den er kauft es selber. Ja, genau. Achso, nee, den habe ich jetzt nicht mehr rein. Ja. Wer wird das denn alles kaufen? Steffen? Nein, die beiden. Deswegen habe ich das, glaube ich, nochmal reduziert. Also. Die beiden, die außen sitzen und dann drei, weil ich es natürlich auch kaufen muss. Weil ich dann natürlich voll überzeugt bin, dass ich damit Umsatz zum Ende mache. Ja, ist ja zwischen drei verkauft. Ja. Voll der Klassiker. Ist ja langsam voll berühmt, ey. Ja. Dann, ist schon dann Leben. Dreht man das dann irgendwelchen Leuten auf der Straße an. Yes. So wie Magic als Fan. Ja, genau, der ist gut gemacht. Genau, so machen wir das. Nee, der ist irgendwie nicht gut. Wir stellen uns das so ab. Ich hab's noch nicht gesehen. Wir stellen uns das ab und machen so Flyer verteilt für das Buch. Hier kommt viel Speck vor, das ist gut. In einem Kapitel sieht man nur, wie einer in der Pfanne Speck brät. Oh, Alter, ist das geil, das kann ich mir sagen. Und was jeden Kapitel ist. Yeah! Und oh Mann, das Kapitel vom Lava ist aber ziemlich lang. Ja, natürlich, und vom Lava auch noch. Ja, bin ich ja mal gespannt, wenn dann das nach dem Buch geladen ist. Oh ja, du, da bist du. Egal, es ging wirklich über eine Stunde lang. Ja, also der Kampf, nicht der Palast. Der Kampf! Der Kampf wurde bemerkt. Der Palast ging auch nochmal eine Stunde oder zwei. Drei. Oh. Ja, Spaß ohne Ende. Ja, ich finde auch, die Serie ist noch gar nicht so einfach. Also gab es erst nach Tempel eine neue Auflage.
Nee, gab es nicht. Alle Endgegner sind auch anders. Ich wollte gerade eben, es ist kein Gegner, so Nachteil-mäßig auch. Das Nachteil ist auch einzigartig, muss man ja sagen. Das kann halt, es ist der Vorfahre von Eduard Laser, also kannst du dir vorstellen. Gibt es in dem Teil überhaupt diesen komischen Gemälde? Nee, das gibt, der ist frei erfunden, den haben sie halt neu gemacht. Neun Teile zu brennen, Alter, Mann. Nee, das gibt's wirklich, Mann. Das ist klar, das ist die Lebenswelt. Wenn du vielleicht krepierst, bist du in der Welt wiedergeboren. Genau. Hätte ich Bock drauf, oder in so einer anderen Anime wiedergeboren. Das ist aber nicht die Linkwelt, das ist die Zelda. Wer denkt, er heißt doch Zelda. Du hast in der Pong-Welt wiedergeboren. Wow. Ja, da bist du mal rumgeschützt. Aber ich verstehe gar nicht, wieso ihn alle Zelda nennen, weil er stellt sich doch selber als Link vor. Naja, das ist ganz klar Zelda. Naja gut, er stellt sich so vor, wie wir ihn nennen erstmal, das kommt noch dazu. Aber ich kenne das von dem Gameboy-Teil, da sagt er so, ja, hier, ich bin Link. Naja, er sagt es nie. Die sprechen ja, genau. an und sagen, ah, du bist also... Ja, du bist Link. Nein, ja, aber nur so, wie du dich dann nennst. Wenn du dich dann am Anfang Link nennst, du kannst dich auch Arschloch nennen und die sagen, ah, du bist also Arschloch. Ah, okay. Also der Name musste, aber in der Regel ist ja Link schon vorgegeben. Ja, genau. Einfach, oh, Start und dann hast du deinen Link. Als Kind dachte ich, und, das ist Zelda, ich nehme Zelda. Naja, und wenn man vielleicht mal vor die Anleitung liest, steht dann natürlich auch, dass er Link heißt. Was, und dass Zelda Link ist. Machen Amerikaner auch nicht. Man liest die Anleitung. Ja, gut, okay. Mach ich manchmal vielleicht, wenn ich das Spiel schon gespielt habe. Ja. Dann wäre einfach mal Just for Fun, da habe ich vielleicht irgendwas zu deswegen oder sowas, was ich sonst machen kann. Das mache ich teilweise, wenn ich dann denke, so, kann ich denn irgendwie Steuerungstechnik schon was machen? Oh, da ist noch ein Taste, die haben wir ausprobiert. Wenn ich mal nicht im Spiel erklärt werde, dann ist das ganz schön. Ja, Taste ausprobiert nicht, aber irgendwie Tastenkombination oder so. Ja. Das ist ja dann wirklich doof. Was ist roter Planet. Und Leben zerstört. Leben zerstört. Alter Mann. Ja, sie bist du schon gar nicht so schlecht. Ja, da kommst du nicht drauf vor. Den Schalter erlöse ihn mal. Nee, der war der jetzt beim Marken. So, das Arschloch. Du zerstörst gerne Leben, oder? So, das runter und dann gehen wir wieder. Da bin ich hier. Fackelt. Ja, voll die gerne Kette, Mann. Machst du nicht so einfach? Das ist das da in der Mitte überhaupt? Das war ein Schwert. Das ist das. Boah, geil, das. Alter, du Arsch. Das reagiert auf deine Schläge, Mann. Das ist voll die Multifunktionskern. Nee, irgendwie nicht. Das ist Feuer, Mann. Die fühlt sich jetzt so geil, Mann. Das glaubst du gar nicht. Du kannst ja merken, Bede gibt dir immer Tipps, wo du Schaden kriegst, Steffi. Ja, merke ich schon. Aber Colin geht doch beschissen nach Tipps. Colin geht doch beschissen. Ja, sehr schön. Ich hab einen Tipp gegeben und er war hinkommen. Ja, das war das doch mal. Ich will mal einmal aus. Ich hab Berge. Ah, so. Es ist, man muss da viel rein interpretieren. Ich weiß nicht, aber welches Tipps ich gegeben habe, aber die wirst du sofort beschreiben. Er ist ja eigentlich allgemein, bis dass man schwimmen lernt, wo man ist. Ja. Aber Stefan weiß das anscheinend nicht. Aber außerdem gibt es ja mehrere Wasserschnellen in dem Spiel und da muss man ja wissen welche. Warte, Wasserschnellen? Ja, es gibt doch mehrere Seen und so. Können wir uns sehen? Ja. Wir sind sehr... Und Collins riechen gut. Was? Ich rieche gut? Oh. Ja, ich bin so... Oh, voll die Garnalkette und alles normal. Jetzt bist du gestorben. Game over. Ja, vielleicht mal speichern, wenn du in der Ecke bist. Ja. Sonst... Mein Gehirn ist schon wieder matsch. Ja, meine Nase ist matsch. Ja, selbst schuld. Ja. Nee, ich selbst einschuld. Ja, erstmal ein Ventilator, Mann. Das ist mal sehr schuld. Ich muss sagen, das hält den Weg. Ja, aber ich eigentlich muss es mit irgendwie. Aber das mit dieser Pfeile können so glaubst du nicht eigentlich. Irgendwie gerade so. Hast du gerade selber recht? Nö, ne? Ja, stimmt. Du hast es ja einfach plus Pfeile. Ja. Und du hast, glaube ich, einfach deinen Pfeil bekommen. Das war das Item. Oder war das einfach so? Ja, und du hast wirklich etwas Bomben. Ja. Du kannst irgendwie immer eine Bombe legen. Also, Cheater! Das ist ja viel einfacher. Steffen, sei ruhig, Emulator, safe. Ja, egal. Da sind wir ja trotzdem nicht miteinander. Ja, der Teil ist ja eh. Ja, du musst mir jetzt gerade so, weil ich nichts mit ihm. Das muss ich ja
Weil das so habe ich ganz viele Gegner einfach so random. Die denkst du, wie springe ich jetzt weg? Die machst du einfach den. Die habe ich dann immer direkt gesprungen, einfach nur weil ich kann. Mach ich dir einfach da das Item einmal kaufen. Das Ding ist ja, man kann die, wenn man drauf geht, verliert man die Items alle. Ich bin die draufgegangen, warum hatte ich nicht das Problem? Ich bin ganz oft draufgegangen. Deswegen, weil man kann die zwar kaufen gleich, aber wenn man. Ja, weißt du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich die alle kaufen konnte, weil ich andauernd die irgendwie wieder leihen musste, weil ich nicht so viele Rubine hatte. Und dann ist es natürlich so eine Geldkacke und geht dann auf die Eier, die Rubine natürlich zusammen. Und dann muss man schon aufpassen. Oder man kauft immer nur das Item, was man für den und den Palast braucht. Ja, ich bin halt andauernd draufgegangen und ich habe mir erstmal die wichtigsten Items dann gekauft. Ja. So Bogen, Bombe. Warte mal, ich glaube, da ist trotzdem noch was falsch. Ich glaube, ich muss Orange reinmachen. Doch. Ich glaube nämlich, ich weiß, wo ich da jetzt hin muss. Das ist nämlich die einzige Möglichkeit, die man tu es, bleibt. Tu es, leg mal los. Ich da waren die orangenen Pinöpel nämlich oben. Und ach so, darauf habe ich gar nicht geachtet. Dann weiß ich auch, was da... Ja, alles gut. Dann muss ich hier lang. Genau. Da war nämlich der Trick. Das andere war immer nur die Verarschung. Ja, sehr schön. Ich hoffe, das war nicht so gut. Was war das? Ja, nicht an meinem Stift rumlutschen. Am Arsch! Kette, danke. Wieso schiebt er sich da durch die Wand durch der Hurenbock? Das ist ein Wallpack gewesen. Ja, ehrlich mal. Wieso hat der den Wallhack? Pass mal auf, was ich noch kann. Guck da auf. Wo siehst du mal? Ich dachte, ich muss. Das ist echt nötig. Weil ich habe mich nämlich schon die ganze Zeit gewundert, warum du da nicht mehr gemacht hast. Aber sehr schön, Penis. Du findest da nicht so ein bisschen aus. Glitzern auf der Hand. Nein. Blauer Planet. Disco-Planet. Hier über Planet. Emblem, mein Arsch. Nein, Bene. Was denn? Ich dreh mich. Ja, toll, nach Emblem. Ach so, ja. Alter. Ich wollte mal viel gegessen. Ich wollte mir das doch mal mit einem extra Film machen. Das sieht ja so scheiße aus, ey. Ja, ne? Scheiße. Und weg! Ja, wir sind sie weg. Für mich war das einfach so, Moment mal, hier ist doch der Dings, du weißt schon. Warum hast du den jetzt? Genau, der... Weil du meine Löcher gemacht hast, aber hey, ja. Die Noxies sind da ja noch irgendwie. Wenn du wegbekommst, wenn du außen rum gehst. Jetzt sieht doch alles super aus. Das hast du ja schon den... Ja. Das ist halt nur der zweite Tempel. Der erste ist halt einfach nur scheiße. Der erste? Naja, der Laffer-Tempel, der beste Mann. Obwohl, nee, Geschwätz, also Nachttempel auch der beste. Nachttempel. Aber dann kommt, den musst du, den Paar, also mit dem ersten Tempel in der Schattenwelt, den musst du da auch in vollen Zügen gönnen. Wow! Heißt das denn? Boing! Das ist ein Hookshot. Okay. It extends and contracts and point. Okay, can... Wie geil, ey, das ist einfach mal so ein Point, ey. Das ist richtig Point, Gordon. Ja, Mann. Das ist echt cool. Was soll ich beschreiben, Mann? Point. Du hast mich beschreiben. Ich hab keine Ahnung. Das war Bomb. Das fand ich Point. Bomb. Ich fand ich immer so geil, mich zu der war cool. Der kommt auch noch höhere Ebenen und so kommt. Ja. Und konntest du auch Leute richtig knechten, weil die dann immer betäubt waren. Ja. Und das hat eine schöne Flächentreffer. Ja, der habe ich als auch erst benutzt. Zum Glück, dass mir ein Schlüssel fehlt. Das hat der Enthaben gesagt, weil er ziemlich frech war, dass du einfach so meintest, du machst da Enthaben und du etwas hast. Ja, das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wo ich den noch hinkriegen soll. Ich würde mal sagen, irgendwo war. Ja, das Einzige, wo ich noch nicht war, ist der jetzt ein Paket. Eigentlich. Tja, Steffi, jetzt sagt man es gefunden. Genau, und du hast ihn nicht mitbekommen. Was für ein Problem? Ich habe auch nichts mehr. Ich habe ihn auch nicht mitbekommen. Also diesmal war es echt ein sinnvoller. Oh, moin. Moin. Ah, nein! Oh, verdammt! Aber das sieht so super aus, oder?
Ja, geil, ich hab noch Beetling. Boing. Boing. Und noch so noch eine Ding Tango. Genau. Was für ein Tango? Ein Ding Tango. Boah. Von einem Simo-Ringer. Da war ich total verschütze. Aber das Auto dachte sich auch so, scheiße, doch jetzt knäht die Kinder. Ja, dürfen jetzt da mal nicht die beiden schicken? Ja, hätte, ne? Ja. Das hätte mir voll geholfen, Kerl. Ja, jetzt sind wir zu dritt, das ist einfach nur noch dreifach so gut. Nächstes Mal noch mehr cheatet, dann ist es glücklich. Der sagt halt eben was, du regst dich auf und dann sagt er doch bei extra Entschuldigung. Oh! Sein geiles Entschuldigungsgeld hat er sich jetzt ausgeben. Das ist so seine Geheimwaffe, Mann. Und dieses Ultra-System da, das ich... Eigentlich müssen wir nur Kommentare machen, einfach nur, damit man das Schiff nicht aufregt. Macht ihr das oder so, das ist mir scheißegal, was wir machen. Da regt er sich nur noch mehr auf. Ja. Oh, jetzt aber Gouda Käse, ja, diesmal geht's. Das ist einfach Gouda Käse. Alter, Mann, das ist sehr lange her, Mann. Das ist wirklich über 10 Jahre her, Mann. Das war noch vor deiner Zeit, Colin. Also, das war's ist voll. Gewissen, währenddessen. Nee, da habe ich Mario gespielt. Ich habe nicht jeden Controller gebissen. Also davor oder so? Das weiß ich gar nicht so genau. Aber müsste in der Zeit sein, weil da Pascal oder Käse. Ist ja auch so ein Medium, ne? Fällt mir gerade mal so auf. Das wäre dann das Gouda Käse. Ja, das ist die Gouda Käse. Roter Glitzer, roter Vanille. Roter Vanille. Egal. Das wäre jetzt natürlich so. Ach ja, du hast ja nicht mal den Enthalten jetzt, ne? Nee. Geil. Aber egal, ja, so langsam kriegt der Tempel seinen Charme. Ich finde. Nein, ich hab ja geloadet. Ich hab das ja absichtlich gemacht. Okay. Stimmt, das ist absichtlich. Ja, das ist alles geplant. Genau, warum machst du nur das absichtlich? Wieso nicht? Na ja. Verdammt. Ja, oder liegt man los? Wieso ist es nicht dann so viel bei mir? Bisschen. Boah, Pizza gut. Oh, das ist ein roter Pfanne. Was? Wir haben dann nur noch eine halbe Magie bezahlen. Tau, das ist nicht so gut. Da geht noch so viel. Ja, Magie sollte man auch mal mit dabei haben. Ja, okay. Aber Schaden. Magie ist echt wichtig. Oh ja. Oh, jetzt kommt der Ernst. Was? Jetzt wird es mit einem neuen Magie-Pakon. Des Wassers, das in meinem Hotel. Ja. Oh, zerstört. Ja, das bin ich was. Zerstört. Medium. Medium. Da muss ich mal einen kleinen Abner rein. Das war scheiße. Das auch. Sorry. Das war ein guter Plan, aber mit dem letzten Mal. Findest du? Ja. Ja, das ist die beste Idee von allen. Du musst es ja, also, ich glaube, gestern ist es das erste Mal, so dass ich hier was. Das ist ja gelodet. Also wirklich, ups, ich habe gelodet, nicht gesaved und scheiße. Nee, ich wollte ja eben. Na, nicht hier, ich hab gestern. Absichtlich gelodet. Ja, gestern. Warum hat Fane nochmal neu gelassen? Wieso nicht? Ich hatte keinen Bock, den Tempel nochmal von vorne durchzulaufen. Bis mir dann eingefallen ist, dann hat die Harpune ja noch gar nicht. Nein, das ist halt der Harpune. Ja, also letztendlich war die Idee blöd. Ja, letztendlich war sie das, Colin, aber nicht in dem Moment, wo ich es mir erdacht habe. Außer da war es noch fester produziert, als ich nicht mehr da. Ja, was passiert davon? Das passiert mir andauernd. Ah, ja. Ja, auch. Und gleich wieder dauert es. Da ist er. Der beschützt ihn da oder Käse. Oh, oha, oha. Ja, oh. Das ist keine ein Chance. Guck mal, er hat Magie bekommen. Magie ist gut. Perfekt. Warte ich. Am Pinocchio's langen Ding ziehen. Colin auf jeden Fall. Boah, hast du gesehen, nicht ausgerechnet. Naja, das ist die Übung vom Nachtzelt. Du wirst nie wieder davon getroffen, Mann.
nicht bei diesen komischen Schuhen. Ups, ich wurde davon getroffen. Oh, Mist. Ey, das geht so. Okay, ne? Ja. So, und der sagt gerade no. Kann man da nicht dran ziehen? Ich sag nicht. Was war das denn? Was? Ich war das nicht. Das war nur Ding. Ich war das nicht. Nein, nein, so behindert bin ich nicht. Oh, das warst du. Ja. Wir werden dich verarschen, Mann! Ja, wie sie erstmal so, aber jetzt will ich doch mal in die andere Richtung. Richtig so. Boah. Das war mal echt Arsch. Ich will deinen Tag nicht mehr. Die Anarke, die muss ich schon bringen. Ah, die gehören so zu den Oberflüssen. Wenn er gleich wieder rauf oder runter geht, dann ist sie da wieder. Jetzt warte ich mal auf ihn. Ach so, Moment, ja klar. Ich will was ausprobieren. Steffen möchte jetzt sterben. Hier wurde die hier wurde er geboren. Den ist der Experte in dem Fach. Oh ja. Über der Truhe einfach so essen oder so auf Wurst oder auf Wurst oder auf Wurst oder auf Wurst oder auf Wurst. So viel kannst du damit machen. Reißen ist. Wir brauchen direkt Käse und dann mit dem Schmelzen. Ja, Schmelzen. Ich hab's hier im Urlaub. Alles klar, wenn ich noch eine Schwimme beende, ich bin dann mit fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kerl.